Moin Farmers, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2022. Letztes Mal haben wir leider festgestellt, dass Fehler passiert sind. Geht auf meinen Nacken. Und zwar habe ich bei den Gewächshäusern wohl den automatischen Verkauf nicht gespeichert. Und dadurch haben wir hier so 1, 2, 3, 10 Paletten, um noch genau zu sein, die wir jetzt noch selber verladen müssen. Wieso sind die schräg? Achso, da bin ich mit dem Auto reingefahren. Genau, die müssen wir jetzt selber verladen. Dann müssen wir die verkaufen. Wenn wir das gemacht haben, müssten wir vom Umsatz her ein Gewächshaus sogar wieder raus haben. Ein Gedanke wäre jetzt, da hinten das Maisfeld, was ja eigentlich nicht so viel gebracht hat, durch Gewächshäuser auszutauschen. Muss ich mir aber noch überlegen. Bin ich mir noch nicht sicher. Erstmal müssen wir das wegschmeißen. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Keine Zeit verlieren. Brauchen wir immer. Aber wenn ich so einen großen Hänger habe, dann kann ich doch eigentlich die Paletten da reinschubsen, oder? So, wenn das nämlich hinhaut, dann würde ich ein richtiges Genie. Und eigentlich spricht ja nichts dagegen. Hänger ist Hänger, oder? Erstmal auf der Autobahn stellen. So. Oh. Das Ding hat ein Handling. Ein bisschen runter. Runter. Oh, perfekt. Nice. Ja, und jetzt schubsen wir die einfach. Hier kommt ein Auto. Dann müssen wir den ganzen Hobel einmal drehen. Oh, komme ich hoch genug? Schande! Das ist Blasphemie! Also doch, der Picker! Dann muss ich den einmal quer nehmen. Dann kriegen wir vielleicht ja 3 Stück drauf. Vielleicht kann ich auch stapeln. Mensch, jetzt nimm die Tomaten von der Straße, da kommt ein Auto. Bist du verrückt? Aha. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Der muss genau dazu. Er muss genau dazwischen passen, ne? Hier. Bam. Haben wir. Jetzt müssen wir den nach vorne kriegen. Immer noch nicht vorne. Ich heb die ganze Karre mit an, du. Ja, passt. Hab ich? Den habe ich. Alles gut. Und jetzt hier rauf. Aber auf die Straße, den müssen wir umpacken. Er muss quer. Gucken, vielleicht kriege ich ja wirklich 3. Jo, das sieht gut aus. Hey! Das ist Fahrerflucht. Ey, vor mein Trecker weggeschoben. Und der steht jetzt im Weg. Müssen wir mal wegfahren hier. Scheiße, der steht auf meinem Pickup. Oh, der hat die Palette gedreht. Der Hammel. Oh, mein Auto! Oh, hoffentlich übernimmt das die Versicherung. Ich behaupte einfach. Was mache ich denn jetzt? Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Oh, der ist geländetauglich, der Wagen. Ja, müssen wir den einmal hier an der Seite stellen, ne? Der nützt ja alles nichts.
Hep. Jetzt müssen wir einmal die Palette wieder quer machen da, die er längs gemacht hat. Der Auto steht jetzt auch doof. Wie willst du denn so arbeiten? Steht die jetzt auch quer? Das ist doch gar keine. Bin ich dagegen gefahren? Freundchen. So ist vernünftig da. Leg die neben den Landwirt an. Ich komm da gleich. Na warte. Komm her, du. Wo ist dein Problem, hä? Ja, Reifen kaputt machen? Stau ist gut. Ja, ja. Wenn Stau ist, dann können die hier ja nicht reinfahren, ne? So, erstmal musst du hier wieder. Mein Privatauto. Kann ich gut rückwärts einparken, wenn da eine enge Parklücke ist. Auto quer auf den Stapler und ab dafür. So. Oh, jetzt mal ein bisschen Konzentration. Ich komme an der Palette nicht ran. Nee. Nichts zu machen. Oh, das sieht gut aus. Ja, noch ein kleines Stück. Muss da noch mal drunter. Nein! Jo, das war's. Jo, ich hab ihn. Pass auf meine Tomaten auf! Oder habt ihr Tomaten auf den Augen? Ja, aber höchste Eisenbahn hier. Mensch, der Manni vom Grotscher, der macht bald zu. Im Wareneingang. Er kann es vergessen mit abladen, denn da. Ganz vorsichtig absetzen. Das passt. Dann muss ich wieder nach hinten kriegen. Nein, jetzt nehme ich die ja wieder mit. Ach, komm schon. Das ist so unrealistisch. Ich schieb auch die ganze Zeit. Ja, Handbremse ist nicht angezogen vom Pickup. Deswegen rutscht der auch die ganze Zeit weg. Sonst wäre die Palette auch viel weiter vorne drauf. Ich bin einfach zu. Jo. Ja, es passt doch. Nächste holen, nachschieben. Okay, gerade. Gerade kommen. Jo. Den habe ich. Ab auf die Ladefläche. Okay, vorsichtig. Ja. Ja, das geht auch wunderbar. Nur nach vorne kriegen. Ist doch genau für eine Palette noch Platz. Lade ich die von der Seite auf. Das passt doch dazwischen oder was? Ja. Jahrelanges Training, du. Was sag ich dir? Jo. Stellen wir den nochmal auf ebenem Boden ab und dann können wir den richtig auf den Zinken nehmen. Ja, sorry, Dude. Ihr habt's ja gleich fertig. Der Chef meckert, wenn ich das nicht tue. Verstehst du? Ich bin gleich. Ja, es tut mir leid. Tut mir leid. Nee, warte mal, ich wollte ihn ja links nehmen. Hey, er hat mich angeschubst hier.
Ja. Okay, warte mal. Dann müssen wir einmal einen Bogen fahren. Ja, kannst du zugucken, da lernst du was fürs Leben, du. Da siehst du mal, wie sowas gemacht wird. Kleinen Moment bitte, kleinen Moment. Ja, ich mach ja schon, ihr habt auch gar keine Zeit, wa? Ja, guck mal, ratzfatz drin hier. Und versenkt das Ding, wa? Ja. Lass ein Like da! So. Ja, ich mache ja schon, was ich kann, Alter. Mehr geht nicht. Zum Geier. Ja, jetzt passt das nicht mehr, ne? Da muss man ja nur ein bisschen zwischensetzen, nicht? Ja, das wird nix. Kann doch nicht immer nur wegen zwei Paletten fahren hier. Ich glaube, meine Experimente hier dauern länger als alles andere. Ja, nochmal zurücksetzen. Und dann schmeißen wir den richtig smooches auf der anderen Paletten drauf. Ja, so nicht. Alter, ich arbeite hier! Siehst du nicht, dass ich arbeite? Fahr doch auf der anderen Spur! Du Krampe! Ja, wunderbar! Der schmeiß ich auf den anderen auch noch einen rauf, wa? Der sieht auch nicht überladen aus, der Pickup. Da ist nur Luft am Radkasten, nur. Das schleift nicht. Alles, was nicht schleift, ist noch in Ordnung. Guck mal hier, Dreifachbeladung, kein Problem. Polizei sagt nichts, die mögen auch Tomaten. Ja, ein Stück rüber, ein Stück zurück. Und jetzt gerade kommen. Und nochmal nachsetzen. Ja. Wir hängen fest. Aber eigentlich, da können wir noch. Boah, einer passt da nur rauf oder was? Hab ich den so weit da hinten hingestellt? Der stand doch vorne, oder nicht? Oh, das sieht von hier viel besser aus als das. Ah, der hält schon. Was soll denn da passieren? Und hoch? Drehen. Ja, perfekt. Jojo. Ich bin's ja weg. Ich bin's weg. So. Hier geht kein Spanngurt rüber, wa? Oh, Klappe zu. Jetzt ein Spanngurt. Der muss gesichert werden hier irgendwie. Oh, Scheiße! Ja. Doch erstmal nur drei Paletten mitnehmen. Ich meine, die stehen ja, ne? Wieso geht denn hier kein Gurt rum? Muss ich die erst abmachen da unten? Die 5 Meter, das hält schon. Warum? Was zum Geier? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Da habe ich wohl ein bisschen falsch kalkuliert. Er hat wohl leichte Umbruch gehabt beim Laden. Naja, wir haben jetzt Zeit. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert, ne? Ja,
Der Staplerfahrer macht das schon. Hier, zack. Da haben wir es. Weiß ich noch drauf. Mal, sag mal ehrlich, ne? Jetzt drei können wir ja wohl mitnehmen. Ein Glück sind die von Rogers nicht so anspruchsvoll da. Ja, das ist so nice, das gefällt mir. So, beim Abstellen vom Stapler hat der Gabelzinken aus Arbeitssicherheitsgründen immer unten zu sein. Hab das mal gehört. Der haut doch ab. Ach komm, wenn ich schnell genug fahre, liegt er von alleine. Nein! Den kriege ich dann nie wieder raus. Hier, ihr habt einmal Tomaten für euch. Die eine Palette ist euren Mitarbeitern runtergefallen. Den Herr Schulze, das habe ich gesehen. Also jetzt wollen sie die nicht mehr haben. Holen Stapler. So, das wird wieder eine große Aufgabe hier. Wieso konnte ich den Tier jetzt nicht rumziehen? Ja. Da erklärt so einiges, dann passt er ja doch mehr rauf. Mal hier, nochmal von vorn. So, der auch noch rauf. So, diesmal stellen wir den gleich noch ganz vorne. Ja, das passt schon, oder? Das schaut doch gut aus. Fall da einfach rein. Ja, wunderbar. Da ist ein Radkasten im Weg. Bräuchte ich vielleicht einen anderen Pickup? Die Kacksteuerung hier von dem. Von diesem Wimpel. Ja, ja. Wer ist nochmal mit Schmackes? Peng! Ja, perfekt. Das hat einen Abschluss, ne? Da stellen wir noch einen drauf. Das können wir sichern. Na, da haben wir noch vier Stück. Da wäre doch gelacht, wenn wir die nicht nur alle auf den Pickup. Ja. Oi. Ja. Kinder, leicht. Vielleicht soll ich das schon mal sichern. Ja, das hält, ne? Ja, hammergeil. Da können wir noch mal was rausschmeißen da. Vielleicht, wenn wir noch drei haben, können wir noch zwei quer packen. Ne, wir haben ja nur noch zwei. Ne, wir haben nur drei. Dann packen wir doch noch mal zwei quer drauf. Einen längs in der Mitte. Und dann kann der letzte Spannwort doch die 3 sichern, oder? Ja, ohne Probleme. Ach, verdammt, nein! Ein Problem. Gleich sichern, bevor er abschmiert. Ja, schick! Geil! Oh, ich krieg den nur vorne drauf. Nee, ich krieg den überall drauf. Ja, ein Spanngurt rum. Ja, geht sogar über die oberste Palette. Aber wenn das nicht sicher ist. Ladungssicherung nenne ich das. Die sind alle ineinander verschachtelt und verkeilt. Da kann nichts mehr passieren. Ja, Ladeklappe zu. Sicherheit geht vor. Ja,
Oder auch nicht, ne? Oh, Eier. Der schaukelt aber. Den fahr ich außen rum. Ja. Darfst du nicht lenken, ne? Ja, von drinnen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, gesaved. Oh, da war aber jetzt knapp. Immer lieber die Abkürzung, je schneller ich das abgeladen habe, desto besser. Ein Schneemann. Ach verdammt, jetzt muss ich ja mal außen rumfahren. Nein! Ja, also ich verstehe physikalisch gar nicht, wie das überhaupt möglich war, dass ich da umgekippt bin. Einen Stapler holen, wa? Ach, kein Problem. Aber eigentlich hätte er doch physikalisch gesehen gar nicht umkippen können, oder was? Ihr habt doch Spanngurte drum. Ist doch gesichert. Abfahrt. Nicht schon wieder, nein! Ja, das steht doch. Bis ich da angekommen bin, ist das Ketchup. Ja, jetzt fließt die Kohle, du. Das dauert auch eine Weile. Ja, wunderbar. 3000. Oh, was? Mehr nicht? Ich habe nicht mal ein Gewächshaus raus. Na gut, da liegt ja noch eine Palette, ne? Ja, die Palette wollte er nicht, ne? Guck mal, jetzt berühre ich die. Ja. Komm mit, mein Kleiner, ich trag dich mal nach Hause. Ja, ja. Ja, ich bin doch nicht doof und verdoppelt, oder was? Er ist nicht nur clever, das spart auch Sprit. Sehe nur nix. Ja, passt doch. Ja, da haben wir es tatsächlich geschafft, alle Paletten bis auf unser Ausstellungsstück wegzufahren. Und ein Muster muss man immer da haben. Ich meine, wir sind hier an der Autobahn. Potenzielle Kunden, die hier Tag ein, Tag aus vorbeifahren. Und wenn die sehen, ah, das sind Tomaten, 1A Ware. Außerdem der Einzige, der es hier anbietet in der Stadt, ne? Denn. Best Business. So, das war's dann auch schon wieder für heute mit eurem schlechtesten Landwirt, den ihr hier wahrscheinlich auf dieser Plattform jemals sehen werdet. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet dem Video was abgewinnen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.